Adresse, damit wir die Karten verschicken können. So, und jetzt geht es direkt dorthin und in den Potsdamer Nikolaisaal. Da läuft nämlich gerade jetzt in diesen Minuten ein echter Klassiker. Sie hören schon, ne? Das Wiener Neujahrskonzert. Best of Classic. Küsst die Hand, Meerfrau, und noch viel mehr Wiener Schmäh gibt's genau dort und gehören einfach zum Repertoire. Für unvergessliche Melodien dazu. Natürlich haben wir unseren besten Eintänzer dahin geschickt. Andreas Jakob, bist du schon, lieber Andreas, im Walzertaumel? Schicken Sie mal, oder? Ich gucke kurz auf meine Füße und sehe, nein, die sind sehr disziplinierte Konzertbesucher, wie sonst auch alle anderen. 600 Gäste hier. Hier hat niemand getanzt, obwohl die Lust mit Sicherheit sehr, sehr groß ist. Die erste Halbzeit ist gerade vorbei. Ich habe mir das ein bisschen angehört. Es wurde natürlich ein bisschen geröchelt, gehustet, wie das oft so ist bei solchen klassischen Konzerten. Aber es wurde auch sehr fleißig geklatscht und sehr begeistert. Und das hat vielleicht zu tun mit einem Versprechen des Konzertmeisters, das er gleich am Anfang gegeben hat. Er hat gesagt, es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik. Und wir spielen heute nur die gute Musik. Da ist ja der Jubel. Es gibt einen Wissenschaftler, der hat gesagt, Musik ist fürs Gehirn so eine Art akustischer Käsekuchen. Macht einfach total glücklich. Darf Sie ganz kurz fragen nach der ersten Halbzeit, wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ja, super glücklich. Wir kommen traditionell hierher. Es ist für uns ein schöner Start fürs neue Jahr. Das ist ja super. Und wie ist es bei Ihnen? Sind Sie auch total happy? Ganz happy, wirklich. Die Musik ist toll. Ich finde die sehr leicht, beschwingt. So kann man das neue Jahr beginnen. Was machen Sie dann während solch eines klassischen Konzerts? Schließen Sie die Augen? Gehen Sie auf Fantasiereise? Beobachten Sie die jungen Musikerinnen und Musiker oder ihren Gatten neben sich? Die Augen schließe ich nicht. Ich muss ja die Musiker angucken, weil ich immer fasziniert bin, wie man solche Instrumente spielen kann. Ja. Das können die tatsächlich auch sehr, sehr gut. Dankeschön. Schöne zweite Hälfte. Können wir Ihnen zeigen, wie virtuos die Wiener Klassik auf die Bühne bringen? Antonín Dvořáks slawischer Tanz Nummer 8 aus dem Jahr 1878 ist Teil einer Reihe, beeinflusst von Polka und dem Springtanz. Beim Marché Miniature Viennoise von Fritz Kreisler greift der Maestro selbst zur Geige. Fritz Kreisler galt als Violinvirtuose des beginnenden 20. Jahrhunderts. Tschaikowskis russischer Tanz aus dem Nussknacker ist eigentlich ein Tanz nur für Männer, vor allem vom Typus Kosaken. Typisch im Zweivierteltakt. Michael Maciejczyk ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass das Polish Art Philharmonic Orchester so klingt, wie es klingt. Und ich wollte vorhin von ihm wissen, welche Zutaten braucht man eigentlich, um aus einem klassischen Konzert ein Neujahrskonzert zu machen? Ganz einfach, gute Musik. Ich glaube, Ihr Rezept ist ja ganz easy, da wir eben gute Musik aus der Welt haben und die Auswahl der Stücke ist dementsprechend wunderbar. Wir feiern eigentlich immer Riesenerfolge und aufgrund dessen, dass nicht nur die Musik wunderbar ist, aber die Qualität vor allem. Ich glaube, dass eben die Musik dann schön ist, wenn man sie richtig gut verkauft. Die Qualität ist absolut sehr wichtig und da ich der Meinung bin, dass die Musik entweder nur gut oder schlecht sein kann, dann muss man die gute Musik gut verkaufen.
Gut ausgewählte Musik und hohe Qualität bieten Sie aber vermutlich das ganze Jahr an, oder ist das was Besonderes tatsächlich nur zum Anfang des Jahres? Natürlich das ganze Jahr, und das ist die Pflege. Also wir sind Musiker, wir sollen einfach nicht nur die Musik pflegen, aber uns selber auch. Also wir pflegen uns eigentlich ja jeden Tag, wir üben, wir arbeiten, und das Leben von einem Musiker, das ist eigentlich eine Berufung. Insofern macht das ja Riesenspaß und Freude, wenn man auf der Bühne steht und für das Publikum und spielen kann. Aus Wien beeinflusste Musik in Potsdam, heute zu hören hier im Nikolaisaal, der ja so ein bisschen aussieht wie ein Jugendlicher, gerade frisch in seiner Pubertätsphase. Die Wände, die haben solche Huckel. Hat vermutlich mit der Akustik zu tun. Wie empfinden Sie die Akustik hier? Die Akustik ist wunderbar. Wir freuen uns immer, wenn wir dann nach Potsdam kommen. Und schöne Grüße an alle RBB-Zuseher. Ich wünsche im Namen vom Orchester und in meinem Namen ein wunderschönes, gesundes, frohes Jahr, gefüllt mit wunderbarer Musik. Prosit Neujahr. Wunderbare Musik von den Polish Art Philharmonica gibt es dann am 5. November hier wieder im Nikolaisaal in Potsdam. Und für den Fall der Fälle, dass Ihr Hirn jetzt schon wieder ganz großen Appetit hat auf akustischen Käsekuchen, morgen ist das Orchester in Magdeburg und übermorgen dann in Dresden. Sie sind herzlich eingeladen. Guten Appetit. Dankeschön, lieber Andreas. Bei mir wäre es akustisches T-Bone Steak.